wir haben das überhaupt nicht so richtig wahrgenommen, dass hier Fasching sein könnte. Doch, in hier ist, das gibt es auch. Aber eine solche Tradition, wir sind völlig überrascht. Wo kommen Sie her? Wir kommen aus Sachsen. Nein, da gibt es doch Fasching. Aber wenig Fasching. Wenig, wenig, ja. Ist keine Hochburg. Nee, und wo wohnen Sie in Leutasch? Wir wohnen hier im Haus Elisa. Haus Elisa? Ja. Was machen Sie hier? Ich wache. Ja, was machen Sie hier? Urlaub. Ach, Sie machen Urlaub? Ja, was soll ich sonst hier machen? Ja, weil Sie mit dem Handy rumfilmen. Ja, ich darf doch hier fotografieren, oder nicht? Na, fotografieren schon, aber filmen dürfen Sie nicht. Filmen nicht. Nicht filmen. Fotografieren, das dürfen Sie. Richtig. Filmen nicht. Nicht filmen. Fotografieren, das dürfen Sie. Ich gehe nachher wieder auf die Loipe. Ich mache halt hier schon ein paar Fotos. Du machst jetzt bei diesem Spektakel, gehst du auf die Loipe? Ja, du musst doch den ganzen Tag Fotos machen. Nein, das reicht ja. Leute, jetzt habe ich schon wieder Berg. Ja. Hansi ist schon in Waschka Renta. Ich bin doch früher wieder gegangen. Warst du auch mal bei der Faschings? Ja, ja. 1900, wenn? Das war es jetzt nicht mehr genau, wir sind am Lahniger Wohnen. Man hat das angefangen, das Konzert der 1800, wenn? Ja, das ist schon mal. Was sieht da mal der Hut? Was kein Mensch? Nein, weiß ich nicht. 100 Jahre, 200 Jahre. Ich weiß, was mein Lippi. Du warst ja. Ich weiß, wie es mein Lippi. Ja, ja. Aber das ist lang. 1800, 1700. Ja, ja, schon. Was ist 139 genau. Das ist Vorstand mit dem Johann. Genau. 139 genau. Vorstand mit dem Johann. Genau. Wirtzepfelrennen. Die Brille ist geil. Die Brille ist super. Das ist gut. Ist, ist die Gina Lubitsch da? Das ist ein Erbstück. Nein, war die Brille schon mal ein Faschingsgag. Ja. Schick mal. Mit dir drin. Oh. Oh, der Josef aus Mirming ist da. Servus, Jobi. Gibt's das bei euch da mal? Weiß ich, einmal vor 40 Jahren haben sie mir das auf Fasnacht gemacht, die Weiberleiter, aber das ist nie mehr, weil ich bin jetzt selber schon 20 Jahre. Mirming gibt es keine Fasnacht? Mirming ist schon Wildermirming, ich rede jetzt von Wildermirming. Ein Wildermirming, ja, ist keine dasselbe. Ahnung, was heute ist, wahrscheinlich bin ich 20 Jahre weg. Gibt es keine Fasnacht? Gib's mal drei. Drei, Dinas. Eins, zwei, drei. Drei, Sonderpreis. Sonderpreis? Ja? 30. Das passt. Danke, Damen. Danke. Ja, wenn die 4 Jahre wieder einen Rabatt, hä? Ja, noch mehr ist es nicht. Ja, was? Wo seid ihr her? Ja, woher? Ja, woher? Ja, von wo? Ja, von wo? Also, wo es geht's nicht? Hallo? Ja, hallo? Achso, muss ich weiter weg. Hey, ja, ist ja klar. Ja. Wow. Und wem gehörst du? In Häusl Günther. Hausnummer 36. Ja. Und wem gehörst du? Lenz Berdi. Ah, Lenz, was sind du meine Hausnummer? Du? Das ist der Ivo Bettina. Nein, ja. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Jetzt geh ich. Die kenne ich, weil du jetzt verkleidet bist. Achso, die Station. Was ist jetzt los? Bei Jovi! Hast du irgendeinen
Wohnheim. Hast du irgendein Wohnzimmer? Nein. Kann? Heute bin ich höher, bin ich faul gewesen. Normal hast du aber schon oft ein Wohnzimmer. Das ist ja lange nicht mehr. Nicht mehr? Ja. Wenn, das erste Mal. Das sind meine Leute immer mitgetan und rum und jetzt. Wenn Gast hat noch nicht mehr gesehen, da warst du dabei. Genau. Wenn Müller noch, was? Müller, wenn hast ja, du, genau. Welchen Wohn hast du Zimmer, Träger? Ja, letzte, das waren da. Wanske, hä? Ja, das Hofer. Dein Dres Hofer war. Ja, Zimmer, das weiß ich noch. Weiß ja. Noch. Genau. Was machen Sie hier? Was machen Sie hier? Urlaub. Ach, Sie machen Urlaub? Ja, was soll ich sonst hier machen? Ja, weil Sie mit dem Handy rumfilmen. Ja, ich darf doch hier fotografieren oder nicht? Na, fotografieren schon, aber filmen dürfen Sie nicht. Filmen nicht? Nicht filmen. Fotografieren, das dürfen Sie. Aber nicht filmen. Wo wohnen Sie in Leutasch? Bei Wittings. Wittings? Ja. Wieso wer will das eigentlich wissen? Ist das die Mehrzahl Wittings? Wer sind Sie denn? Warum wollen Sie? Ich bin der Wittings. Wer sind Sie? Der Wittings. Hier vorne? Ja, hier vorne. Ja. Ja, habe ich Sie nicht erkannt jetzt, oder? Das ist mein Zwillingsbruder. Sie haben Zwillingsbruder? Ja, das Zwillingsbruder. Bei Wittings. Ja. Ja, und da wohnen Sie. Wie lange schon? Seit gestern. Ja, ich meine 40 Jahre, 30 Jahre, 20. Wie ich da hinkomme? Ja. 10. 10 Jahre schon. Ja. So, was ist jetzt? Ja, wie jetzt? Ha? Jetzt rachen wir mal. Jetzt mal rachen. Ist ja mal Pause. Noch jeden Stück kleiner Rachen. Oder zwei. Ein Bier. Pass auf. Das ist ja schon ein Rechtegast. Ein Rechtegast. Das ist ja schon ein Rechtegast. Bist du auch mal gewesen bei den Faschings? Nie. Gar nie. Wenn es jetzt zum Steigen kommt. Wir. Ich bin nie Mitglied gewesen. Nein. Nie. Nein. Ich bleibe Zuschauer. Hat schon 5 DVP-Bänke gesponsert. Das könnte man mit Treue abzeichnen und kennt das Kochplateau wie seine Westentasche. Und zu guter Letzt, das Wichtigste, last but not least, unsere Moderatorin, die Lisa Griecher, Teilzeit-Immobilistin, Italo-Sprecherin, Sebastian Kurz-Vertraute. Guten Morgen, Lisa! Buongiorno, ragazzi! Benvenuto in Lippansch!
Mein Name ist Lisa Griecher und ich werde Sie heute durch die Show Vamos Nes führen. Fangen wir gleich um. 17 Frauen in der Vorrunde und dann gibt es zwei Finalisten. Alter Faschingskrapfen. Was ist der Frieger? Oh, oder? Nicht? Nein, Mann. Frieger. Oh, das ist schon lange her. Ja, wie lange? 1900, wenn? 70. Nein, schon später. 80. Die 80 Jahre innen noch. Und wie lange warst du da? Also, das kommt schon. Mitte 80er, schätze ich. Bis Mitte 80er, so circa. Vier Perioden. Ja, gewiss. Du bist bei zwei Punkten, hier sind vier. Die eine will den lesen, Christoph oder Lehre Katharina. Hausnummer. Privat. Ist die große Musi, hat der am Wogen, die große Musi? Ja. Wo ist der? Ganz hinten. Ist die ganze Musi drauf? Das muss A sein. Was stoppen wir jetzt ja? Wahnsinn. Was kostet ein Flaschenbier an Tiroler Hochplateau? Das ist der Hoppens. Ja? Du bist schippen, oder was? Was gehst du als Nutte, oder was? Was machen wir? Wir sind als Königsgarde, also wir sind die Verwandtschaft. Ach so. Was? 5 Schilling. Als was? Als Verwandtschaft. Mit dem Kerschen du. Warum? Ja, mit dem Kerschen du. Spaltl. Kennst du nicht, aber ist ja aber Spaltl kenne ich. Ach so, ja. Der geht jetzt in Pension. Genau, ja. Kenn ich schon. Eine Minute Pause für Interview, bitte. Und noch fragen wir mal etwas.
Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Wie ist das? Zahlen Sie Renten aus? Wir zahlen die Rente aus, natürlich. Bringen Sie auch die Zeitungen? Alles, wir haben alles. Haben Sie, neue haben Sie hier ein, hier und da ein offenes Wort für die alten Leute, ja, wenn genau. Sie etwas ratschen wollen? Alten Scheine noch. Sie sind Kapuschkörner, weil Sie haben der Wein. Das kann nicht sein. Ich gehe, dem glaube ich nicht. Ich bin schon ausgestempelt. Und wir laufen die Einnahmen. Ja, 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 wie du warst. Tust du unterschlagen, noch? Ja, ja, so. Was das musst du. Da. Das musst du da, weil da musst du Häuserbauer ohne Ende. Richtig, unterschlagen, unterschlagen, unterschlagen. Was läuft? Alles gut. Also, was gehst du? Ich bin Alitrans. Ich bin Bechtelfahrer. Alitrans? Ja. Und wem gehst du? Ich gehe zu den Gunkelweiber. Und was für Hausnummer hast du? Weirach, 350a. 350a? Ja. Das ist sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Ja. Und du kennst die Gunkelweiber. Und wie lange bist du schon dabei? Vor 4 Jahren haben die Mandel mich mitgenommen. Na, das erste Mal und jetzt bin ich dabei. Und jetzt bist du dabei. Ja. Bravo. Es waren nur Frauen! Was ist anders? Was ist denn anders? Die Papierstuhl haben sie mehr anlegen. So jetzt, warum? Nein, ich hab zu und seitdem wie schaut's? Der Robot ist gut. Richtig früher, oder? Oh, da müssen wir anfangen. Habt ihr richtig früher? Dann mach ich das früher schon rein, Jobi. Aber schon der Feuer. Aber schon früher. Hol uns beim Stutz ein paar Scheiter, Jobi. Wir haben keine Scheiter mehr. Hey. Au, das ist richtig, ja. Ja, vielleicht bringst du es auch so weit. Du musst ein bisschen korrupter werden. Du bist mir noch zu wenig korrupt. Wenn du jetzt von ihm redest, dann kommt der Nächste. Schau. Der Nächste Korrupte? Hey, alles, da gibt es eine Steigerung. Und was ist da? Das ist geheim. Ich bin wirklich, hast du noch? Ja, da bitte den bist du noch. Der Lenz, der kennt's. Dir gerne. Jetzt kenn ich mich aus. Dir gerne. Mein Porco-Putane. Du hast mich drauf, ich weiß. Du, in Starnig rein. Gibt's das auch noch? Starnig? Ja, überall ist der. Das sind die Plätze. Ja, aber bist du in Starnig dabei gewesen? Alm früher. Alm. Ja. Gewaltig. Ein Jungliegen, der Freibrall. Mit solchen Wagen, ganz gleich. Ja, alles gleich. Genau gleich. Ja. Und Ziegen. Und Ziegen. Sogar selber mal das Masker wieder ins Leben gerufen vor 35 Jahren. Ja. Ich und der Kollege. Ja. Dann ist wieder losgegangen. Ist das live von Starnig die Wagen gewesen oder rund um? Eigentlich live vom Dorf. Ja. Vom Dorf oben. Ja, schon. Aha. Genau. Aha. Und heute auch noch? Heute auch noch. Ach, wir haben das überhaupt nicht so richtig wahrgenommen, dass hier Fasching sein könnte. Doch, in hier ist, das gibt es auch. Aber eine solche Tradition, wir sind völlig überrascht. Wo kommen Sie her? Wir kommen aus Sachsen. Nein, Deutschland. Da gibt es doch Fasching. Aber wenig Fasching. Wenig, ja. Das ist keine Hochburg. Nee, und wo wohnen Sie in Leutasch? Wir wohnen hier im Haus Elisa. Haus Elisa? Ja. Ja, wie heißen die Vermieter? Neuner. Alles Neuner. Ja, Haus alles Elisa. Neuner. Ja. Ist das da schön? Sehr schön, ja. Wunderbar. Und Sie waren früher nicht beim Faschingsgilde oder so? Nein. Und wie lange kommen Sie schon nach Leutasch? Wir sind jetzt dreimal im Winter und einmal im Sommer. Viermal. Dreimal im Winter? Ja. Ui, das ist oft. Und wenn Sie der Bürgermeister wären in Leutasch? Oder angenommen der Tourismusdirektor? Was würden Sie ändern? Haben Sie Anregungen für uns? Was würden Sie ändern hier? Oder Verbesserungsvorschläge? Naja, ändern kaum etwas, aber vielleicht sollte man versuchen, doch die Gastronomie doch noch etwas wieder in Schwung zu bringen. Ja, also nach Corona ist ja, wie gesagt, jetzt hier unter ein bisschen was eingebrochen. Wissen Sie, wann waren Sie das erste Mal in Leutasch? Also wir waren vor... Na hier, geht schon. Wann waren Sie das erste Mal in Leutasch? Also regelmäßig eigentlich, auch zur Corona-Zeit. Und die Gastronomie ist Ihnen etwas zu wenig hier? Es ist gerade noch ausreichend. Aber wie gesagt, viele Bereiche haben schon Personalmangel. Und wie gesagt, nehmen auch dann können nur noch die Hausgäste beköstigen. Also nehmen keine Touristen mehr an, die so im Vorbeigehen mal einkehren wollen. Sonst haben Sie keine Anregungen für uns Leutascher? Ja, ansonsten sehr gut. Sonst passt alles. Ja. Top Gemeinde, alles in Ordnung. Und Top Gemeinde, ja. Okay, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Spaß in Leutasch. Dankeschön.
Ja. Und dann zockt mir alle, weil er da nicht gleich so achten. Sei noch viel reichiger wie gestern und noch viel blacher. Meine andere Lohne will ich Lotter pixen. Zack. Will ich walzen und mir fixen. Ja. Mal schauen. Hast du das nicht so für mich? Ja, gemiet. Oh, genau. Magst du einen Drink? Blitzerle, haben wir keins. Nein, doch, haben wir mal Rettungen. Was haben wir mal da? Hey! Hey! Wer ist dein Klamm? Was willst du trinken? Ein Bier! Haben wir keins. Forst. Bier! Moretti! Bier haben wir gesehen! Halt, du bist gespannt. Und dann jetzt! Wo ist mein Stuhl? Katzen ist er da! Wie ist die Hudel? Wo bist du so lang? So, hier ist ein Kurm. Am bisschen Raschen hat die dabei Zubehör und noch sonstiges dabei. Beim Auto wird es wohl wachsen. Wem gehört das Gang vom Weiberhaxen? Schau, sag mal. Hey Waldi, wem gehört? Oh, das muss die Mai sein. Die ja. Für Knie und zwei Hüften wollen wir passen. Wem gehört der Stopsen für die Herrschig? Der Trainer wird von der Frieder sein. Ja. Und von wem hängt der Schäckel weg? Das muss schon sein, ne? So. So, da haben wir da noch einen Lieferschein zu unterschreiben, inklusive CO2-Aufschlag. Ist eh klar, das war ganz nett fein. Doch, jetzt war er doch. Ab! Metzger! Nur als Interesse stimmt eh die Rechnungsadresse, oder? Das wäre einfach, wenn du da drüber kannst. Ja, man muss alles noch rein. Und das Konto? Ich hab's Konto. Barzahler? Oh, ich verlange nicht mehr. Was? Wo wir zahlen? Wo wir zahlen, geht euch. Ja, nach. Unterschreib jetzt. Nein, geht doch auch nicht. Warte, reißen wir uns jetzt Dankeschön. Ja, gut. Komm, Ruhe, aber jetzt, wo sie weiter sind, ist er wieder mit da. Was verdienen wir es noch? Wir denken, also, weil wir uns schon zu sein. Jetzt verstehe ich erst, wieso die drei Zosteln sich da zupanieren. Morgen! 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 Die Rente ist ja auch schon da. Der Übertag. Du musst es. Ja, wir werden uns aber nicht gehen. So. Brief vom Landesgericht. Zettel, Reisel. Zettel, Reisel. Hansi! Oh Gott, was? Das wird wohl jetzt schon die Erbschaft sein. Abteilung Vaterschaft stört der Frau. Oh mein Mensch. Das wäre doch super geil. Hey Kumpel, in seinem Wacker hat er ein Schiff mit. Den brauchen wir heute Nachmittag, sonst haben wir mit dem Fahrrad gestreht. Wackler bringe ich schon lange keinen mehr. Den kommen wir mit AliExpress daher. Ah. Oh. Bin ich spät! Bin ich spät! Bin ich spät! Bin ich Merhaba, Lutascha! Bin ich selber Chef! Für nix viel Zaster, fahr die heiße Reifen auf Pflaster. Ja. Bringe Backnele, groß und klein, nur im Weg darf niemand sein. Fahre wie wilder Eber, in Tirol wie wilder Eber. Hast gehört vom Klimakleber? Ja, hier noch ein bisschen Kleber drauf. Die Blauen, jetzt nichts mehr schimpfen. Wollen Sie mit gratis Rechtsschutz mich impfen? Jetzt muss ich wieder weg, ist doch klar.
Alle Dreizack! Mirava! Was macht's denn wieder für einen Trauerhaufen? Wir müssen leider auf den Friedhof mit den Nicht, dass meine Gäste halt müssen hungrig bleiben, gell? Da haben wir noch ein bisschen Inventur betreiben. Ja, hier schon steckst. Oh ja, die Böpsel in seinem Breizlauf. Jetzt brauche ich auch jemanden mit dem Bar. Rudolf, servus, grüß dich. Warst du einmal beim Fasching? Warst du einmal beim Faschingsverein? Ja, früher mit der Musi. Mit der Musi? Muss jetzt heute fertig her. Wie lange ist das her? Oh je. Er ist 20 Jahre alt. 50 Jahre bist du auf dem Musi-Wagen. Auf dem Musi-Wagen. Wie lange bist du bei der Musi gewesen? Nein, ich glaube nicht. Was hast du gespielt? Posaune zuletzt. Posaune? Und dann Schlagzeug einmal. Mit Sattel Leus. Ich schon ein Bier, ja, dann schreien wir im Jahr. Ganz gut. Genau. Ich glaube, ich gehe gescheiter meine Wurst machen. Bist du vorher gegangen? 41. Ja. Und einer von den zwei lassen mir meine Nase krachen. Gut, benannt. Nein. Ja, gut. Und jetzt war der jetzt ein Gesinner, gell? Gut, warum das? Und was ich da als mein Gast heute verspringen. Kräschen. Kräschen. Meine Großeltern haben in Leitasch in Weidach ein Restaurant gehabt. Hausnummer? Das war's jetzt nicht. Welches Restaurant? Der Dorfwirt. Dorfwirt? Ja. Ah. Günther. Ja, ja, ja. Du bist ja Nachkommen. Ja, von der Vanessa bin ja. Ich geboren. Bravo, bravo, bravo. Machst du auch mit heute? Nein, heute noch. Machen wir da. Das heißt gleich Zuschauer. Ja. Das ist schlank. Das macht dir nichts. Das macht eine Zitaten da. Woll, das muss man haben. Das nützt nichts. Da kommst du nicht drum rum. Mit wem telefonierst du? Der Mama. Und was sagt sie? Mit dem Kerschen da. Wem kennst du? Der Edi, der Schuster. Das bist du, ich kenne dich ja überhaupt gar nicht mehr. Ah, bist du Quacks? Und wie hast du? Ah, du, Entschuldigung, was gib mir meine Mama mal? Ja. Hallo? Ich filme gerade deine Tochter. Wo? Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Nein, musst heute putzen, du Arme. Nein, fertig, Gott, lass dich den Blödsinn. Und deine Tochter, was hat jetzt deine Tochter mit dir jetzt zu reden? Super! Ihr seid ja ein Profiteam. Wir sind Spikeham. Verehrte Zuseherinnen und Zuseher aus dem heimischen Fernsehen. Im Süden sieht man bereits erste Bewegungen. Jetzt gehen Sie auf die Wetterstein, bitte. Ja. Und wo wohnen Sie in Leutasch? In Leutasch, in der alten Schmiede. Alte Schmiede. Und wie lang sind Sie da schon? Wohnen Sie da schon? Seit gestern und jetzt eine Woche. Und wie lange kommen Sie schon nach Leutasch? Also wir kommen jetzt seit 19, zwei Jahre nicht wegen Corona, ja. Aber wir kommen eigentlich regelmäßig immer eine Woche her. Und da gefällt es Ihnen gut hier? Das gefällt uns gut, merken nur, dass jetzt eine Kneipe nach der anderen zumacht. Ja, das sagt jeder, das stimmt. Ja. Woran liegt das? Ja, wahrscheinlich an den Kosten. Auf der einen Seite kommen halt die Kunden und müssen viel zahlen und auf der anderen Seite ist der Wirt, der muss noch mehr abgeben. Ja, ja, ja. Das ist wahrscheinlich wie überall das Problem. Sie haben eine Ferienwohnung? Ja, Ferienwohnung. Dann können Sie ja selber kochen.
Ja, nee, ist jetzt keine Ferienwohnung, sondern wirklich nur ein Zimmer mit Frühstück. Aha, ja. Aber es gibt schon noch irgendwo was zum Essen. Ja, also wir haben das vorgebucht und ja. wir werden nicht verhungern in Österreich. Danke. Danke. Just now!
Stopp! Die Kanone ist auch offiziell. Don't drink coffee, I take beer, my dear. I like my toast on number 10. And you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in the dark. See me walking down the wide dark street. Around your case, you grab my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in the dark. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in the dark. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in the dark. Be yourself. My dear, I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Warst du nie beim Faschings? Ja! Nein, Mann, warst du bei dem Verein überhaupt nicht dabei? Ich da mal. Bacana Periode. Bacana Epoche. Hat dich nie interessiert? Bist du keine Lust mal? Lust. Objekt. Ist der Mitmacher? Echt? Da? Aber